Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben eine freie Themennacht und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, hier live im Radio und live im Fernsehen zu tiefer Nachtzeit, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer darauf zu schreiben. Erster Anrufer heute Nacht ist Lars. Hallo Lars, 25 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Lars. Dein Thema. Ich wollte heute mit dir reden. Du hattest gestern so ein schönes Thema und zwar böse Väter. Ja. Und zwar, ich hatte auch einen bösen Vater und zwar, ich bin aus dem Heim zu ihm gekommen, weil meine Mutter und mein Vater sind geschieden. Ja. Meine Mutter ist eine Alkoholikerin. Ja. Da hat das Jugendamt mich ins Heim gesteckt. Wie alt warst du, als du ins Heim gekommen bist? Da war ich 7 Jahre. 7 Jahre. Und bist du deinem 7. Lebensjahr in der Familie, bei den Eltern aufgewachsen? Nee, mit 9. Ich war 2 Jahre dann im Heim und mit 9 bin ich dann zu meinem Vater. Achso, ich meine aber vorher. Vorher warst du bei Vater und Mutter. Ja, richtig. Mhm, ja. Und dann war ich 2 Jahre im Heim und dann bin ich zu meinem Vater. Mhm. Ja, und wie das Schicksal so will, habe ich es dann noch schlechter gehabt als wie im Heim. Mhm. Warum? Was ist da passiert oder was ist vorgefallen? Also er hat mich nur tyrannisiert und die ganze Zeit immer nur putzen als Mann, weißt du, so immer nur putzen als kleiner Junge. So. Ja. Und dann hat er mich immer nur geschlagen und ausgeschimpft. Hat er dich sehr schlimm geschlagen? Ja, ich hatte einen Hüftzerfall und der hat mich mit einem Bügeleisen in die Hüfte gerammt. Ah, mit dem Bügeleisen in die Hüfte gerammt. Ja, und da ist der Hüftkopf kaputt gegangen. Wow. Das muss ja mit voller Wucht und voller Gewalt gemacht worden. Ja, vor allen Dingen war das auch noch so ein altes Bügeleisen. Ja, die sind sehr schwer, ich weiß, ich kenne die auch noch von früher. Ja, und... Wie alt warst du da? Da war ich 9. Also, er hat dich... Gleich am Anfang. Er hat dich sehr schwer verletzt mit diesem Bügeleisen. Ja, und das heißt, das war ein Bruch, ne? Ein Trümmerbruch oder irgendwie so, kann man das sagen. Richtig, ein Trümmerbruch ja, war das. Ja. Und dann hatte ich nachher noch mehr Probleme dadurch. Du bist ins Krankenhaus gekommen, deshalb? Ja, da war ich 2 Jahre im Krankenhaus. Was, du warst 2 Jahre im Krankenhaus? Ja, weil die das nicht hingekriegt haben. An einem Stück? Ja, an einem Stück. An einem Stück 2 Jahre im Krankenhaus? Aufgrund dieser Verletzung, die dein Vater dir zugefügt hat? Ja, zu den Ärzten hat er gesagt, ja, das weiß ich nicht, wie das passiert ist. Und dann dachten die Ärzte, es wäre ein Hüftkopfzerfall gewesen. Mhm. Ja, aber es war nicht so. Und nachher dann, also mit 16, hat er mich dann rausgeschmissen und hat dann gesagt, ich wollte nicht mehr da wohnen. Moment mal, das ist ja eine Hammer-Sache. Der hat dich so schwer verletzt, du warst 2 Jahre im Krankenhaus. Bis dann warst du mittlerweile 11, wenn ich das jetzt schnell überrechnet habe. Ja, richtig. Bist du wieder zu ihm in die Wohnung gegangen? Ja, richtig. Hat er dich dann... Musste ich weiter putzen. Hat er dich dann auch wieder geschlagen und misshandelt? Ja. Jeden Tag mit dem Gürtel. Hast du dich denn irgendwie... Wenn die Schuhe nicht ordentlich standen oder wenn irgendwas nicht ordentlich war, dann habe ich Schläge gekriegt. Hast du dich denn irgendjemandem anvertraut? Hast du es irgendjemandem gesagt? Nein. Warum nicht? Um Gottes Willen, dann hätte ich ja noch mehr Stress gekriegt. Mhm. Also Angst... Weil meine Stiefmutter, die war ja genauso. Ach so, es gab auch eine Stiefmutter. Ich dachte, der Vater wäre alleinerziehend dann gewesen. Nee, es gab auch noch eine Stiefmutter. Ja. So, dann bist du auch in dieser Hölle bist du deinem 16. Lebensjahr geblieben. Ja. Was ist dann passiert? Dann, weil ich dann mal weggegangen bin, hat mein Vater mich dann nachts rausgeschmissen. Mhm. Weil ich bin um 10 Uhr nach Hause gekommen und dann hat er mich rausgeschmissen. Ja. Und was hast du da gemacht als 16-Jähriger? Ja, dann bin ich zu meinem Kumpel gegangen und habe da 1,5 Jahre gelebt. Dann haben die Leute dich aufgenommen, die Eltern von deinem Freund. Mhm. Ja. Und bist nie wieder zurück zu deinem Vater gegangen. Nee. Und der hat sich auch nicht darum bemüht, dich wieder zurückzuholen? Nein. Nein. Mhm. Der hat auch das ganze Kindergeld einkassiert und hat immer gesagt, ich wohne noch da. Mhm.
Also hatte ich keine Möglichkeit, irgendwie Geld an Gelder zu kommen oder so, weil mein Vater immer gesagt hat, nein, ich wohne noch da. Du sagtest am Anfang, dass deine Mutter Alkoholikerin war. Ja. Hat sich denn deren Zustand später etwas gebessert, sodass du mit der da irgendwie vielleicht doch Kontakt aufbauen konntest? Ich habe es immer wieder versucht, aber sie hat dann auch wieder neu geheiratet und hat dann gesagt, ja, ich würde ihr Haus klauen wollen, als würde man Haus in eine Tasche stecken wollen. Also schon so ein bisschen paranoid irgendwie, ne? Ja, also, richtig. So, du bist ja heute 25 Jahre alt. Das liegt jetzt knapp 10 Jahre hinter dir, die ganze Geschichte. Wie ist der Kontakt heute zu deinem Vater? Ich dachte, dass sich das irgendwie gebessert hat, aber er brüllt immer noch, er ist immer noch genauso. Und darum habe ich jetzt eine Freundin und mit der versuche ich jetzt mein Leben so richtig aufzubauen. Hast du denn dann offensichtlich hast du ab und an Kontakt mit ihm? Ja, ab und zu. Warum? Warum hast du den Kontakt nicht gänzlich abgebrochen? Weil irgendwo denke ich immer noch, ja, ist dein Vater, kannst du nichts dran machen, dass du so scheiß Eltern hast, aber man kann ja nichts dran machen. Sind ja die Originaleltern, ne? Ja, aber so ein Satz, es ist ja doch mein Vater. Das klingt ja immer noch so ein bisschen wie, ich verstehe es oder ich vergebe es oder so. Ich vergib ihn schon so ein bisschen. Ja, verstehe ich auch nicht, dass er es gemacht hat. Na, überhaupt nicht. Nicht nur irgendwie versteht man das nicht, es ist einfach eine Katastrophe, was er gemacht hat. Das fällt wahrscheinlich auch vielleicht dem einen oder anderen Menschen schwer, dann so eine ganz rigorose Haltung zu haben. Ja, weil ich ja auch sonst niemanden mehr habe, ja. Das ist ja das. Gibt es denn in all diesem Leid, was dein Vater dir zugefügt hat, ich sage jetzt nochmal, du hast das vorbeiläufig gerade gesagt, ich finde es unglaublich, dass du 2 Jahre im Krankenhaus gelegen hast, wegen seiner Verletzung, die er dir zugefügt hat. Gibt es denn irgendwas Gutes auch, was du erinnerst? War er auch mal irgendwie nett zu dir? Also, er hat mich nie umarmt oder so. Ich kenne keine guten Seiten von ihm. Kein Geschenk mal, keinen schönen Urlaub mal zusammen gemacht. Das hat alles nur meine Stiefmutter gemacht, wenn überhaupt. Ja, ja. Das ist das Problem. Das hat immer nur die Stiefmutter gemacht, wenn überhaupt was war oder so. Von ihm kam nie was. Du bist ja heute ein erwachsener Mann. Ja. Hast du denn irgendwann mal das offene Gespräch gesucht und hast ihm das alles vorgehalten und ihn auch angeklagt, was er gemacht hat und angerichtet hat? Mit ihm kann man nicht reden, weil der zieht sich so zurück und tut immer so, als wäre alles heile Welt, aber er weiß gar nicht, was er angerichtet hat. Er weiß es, glaube ich, gar nicht. Kannst du es dir vorstellen, dass vielleicht doch im Laufe der Jahre du überhaupt keine Lust mehr hast, dich in irgendeiner Weise mit dem zu beschäftigen? Das heißt, gänzlich alle Verbindungen abzuschneiden? Ich habe jetzt alle abgeschnitten. Ja, jetzt sind alle abgeschnitten. Es sind jetzt alle abgeschnitten. Ich bin weggezogen aus dem Land. Ja. Und ich wohne da auch nicht mehr. Ja. Und jetzt wohne ich ganz woanders und habe mit niemandem mehr Kontakt, außer halt mit meiner Freundin. Und baust dir dein eigenes Leben jetzt auf. Ja, ja, richtig. Da wünsche ich dir dafür alles Liebe und alles Gute, Lars. Ja. Von Herzen. Und ich danke für dieses Gespräch und endlich, dass ich mal durchgekommen bin. Ja, ich freue mich sehr, dich kennengelernt zu haben. Alles Gute. Ja, gut, danke. Tschüss. Tschüss. Miriam, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Sie ist wie alt? 28, stimmt's? Genau. Ja. Und mein Problem ist meine Ehrlichkeit und mein Nochmann. Deine Ehrlichkeit und dein Nochmann? Ja, genau. Erklär mal. Also ich habe im September geheiratet. Mhm. Bin vor 3 Jahren ins schöne Emsland gezogen, weil ich 10 Jahre im Milieu tätig war. Ja. Und 10 Jahre? 10 Jahre. Und habe da auch mehrere Vergewaltigungen erlebt und wollte einfach abschalten und ein neues Leben anfangen. Im schönen Emsland? Im schönen Emsland, ja. Und dann habe ich letztes Jahr meinen Mann kennengelernt und habe eigentlich auch viel zu früh geheiratet. Hast du ihn im Milieu kennengelernt? Nein. Nein. Also seit 3 Jahren arbeite ich jetzt gar nicht mehr. Ja. Versuche mein Leben zu ordnen. Habe zwar auch schon hier große Fehler gehabt und auch falsche Leute kennengelernt durch meine Ehrlichkeit, weil ich ehrlich bin, dass ich das getan habe. Also dass du ehrlich über deine Vergangenheit sprichst, meinst du? Genau. Ja. Weil ich eigentlich auch stolz bin, weil wegen Drogen und Alkohol also abgekommen bin alleine. Ja. Und war auch schon im Gefängnis hier im Emsland. Warum? Weil sie mich beim Raubüberfall reingezogen haben. Wer hat dich da reingezogen? Ein Ex-Freund von mir. Wie kann man da reingezogen werden? Kann man nicht einfach sagen, nein, ich mach's nicht? Schlecht, wenn man 10 Jahre, sag ich mal,
im Milieu tätig war, da gibt es zwei Seiten, sage ich immer. Da gibt es einmal die Hölle und einmal ein etwas besseres Leben. Und ich habe die Hölle erlebt. Mhm. Also ich habe regelrecht, wurde andauernd verprügelt. Ja. Und wie gesagt, 23 Mal vergewaltigt. Und wenn dann einer vor mir steht, ein Mann vor mir steht und sagt, du machst das jetzt, Verstehe. Dann mache ich das. Mhm, ja. Also das ist auch ein Problem von mir. So, die Einzelheiten vertiefen wir gleich. Jetzt erstmal so grob, um was es wirklich geht. Du sagtest gerade um meine Ehrlichkeit und um meinen Nochmann. Was ist vorgefallen? Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe meinen Mann letztes Jahr kennengelernt, habe geheiratet und habe ihm die Geschichte auch erzählt. Mhm. Und also wir erklären nochmal, wenn du so sagst Milieu, heißt natürlich, dass du als Prostituierte gearbeitet hast. Genau, ne? Ja. Genau. Und er hat mich öfter schon jetzt dran erinnert und meinte, ich bräuchte das. Und er nimmt mich aus wie eine Weihnachtsgans. Wir haben uns jetzt getrennt am Sonntag. Was meint er denn damit, ich bräuchte das? Ja, diese Vergewaltigung und so. Was eigentlich schwachsinnig in meinen Augen ist. Ja, allerdings. Also er reißt sich da so rein, er bäumt sich da so hoch und beleidigt mich ja damit. Du hast ihn erst Mitte letzten Jahres kennengelernt. Genau. Er geht einem ganz normalen Beruf nach. Nee, gar nicht. Er ist arbeitslos. Mhm. Ja. Wann hat das denn angefangen, dass er dich so in dieser Weise behandelt? Ja, Anfang Januar. Mhm. Warum hast du ihn so früh geheiratet, nach so kurzer Kennenlernzeit? Ja, weil, ich hatte das erste Mal das Gefühl, das war am Anfang auch eine ganz tolle Beziehung. Und wir konnten über alles reden und er hat die gleichen Ansichten wie ich gehabt und so. Und da kamen wir dann. Zu schnell zugepackt. Ganz genau. Was vielleicht auch verständlich ist, wenn man so lange so gefühlskalt gelebt hat, leben müssen, ja, wie du, dass man da sich sehnt und dann vielleicht zu schnell den Schritt in eine Ehe macht. Ja. Was heißt das jetzt konkret? Heißt das, dass er dich misshandelt, dass er versucht, dich zu vergewaltigen in der Ehe oder was ist das? Es ist jetzt im Januar passiert, dass er einmal gewalttätig geworden ist. Mhm. Da habe ich auch eine Anzeige gemacht. Weil er hatte schon mal die Scheidung eingereicht auf unzumutbare Härte und gewalttätige Ehe. Dass ich das wäre. Aha. Und danach haben wir nochmal miteinander gesprochen und ich habe gesagt, komm, wir versuchen es nochmal. Da hätte ich schon längst sagen müssen, es ist vorbei. Mhm. Aber ich habe ihn wieder aufgenommen, weil er hat die Beziehung zu seiner Ex-Freundin noch nicht aufgegeben. Er ist dann 3 Tage mal da gewesen, mal 4 Tage mal ja, da gewesen. Ja. Und ich habe immer wieder gesagt, es ist okay, du kannst wiederkommen. Mhm. Im Moment ist er aber nicht mehr da. Nee, im Moment ist er nicht hier. Hattet ihr denn nicht eine gemeinsame Wohnung? Ja. Aber kannst du ganz einfach so sagen, komm wieder, ist das nicht 50-50, die Wohnung? Nee. Also, das ist deine Wohnung? Nee, das ist unsere Wohnung. Ja. Aber weil ich ja diese Anzeige schon gemacht habe, ja, und die bei der Polizei vorliegt, ja, so habe ich das Recht, hier zu bleiben und wenn er sich hier dem Haus nähert, kann ich da anrufen. Also, ich verstehe, ja. Dieses neue Gewaltschutzgesetz ist das, glaube ich. Ja, du sagtest gerade auch am Anfang, meine Ehrlichkeit ist mein Problem. Bereust du das, dass du deinem jetzt noch Mann so viel von deiner Vergangenheit, von deiner für dich sehr schweren Vergangenheit erzählt hast? Ja. Ja. Was hat das denn mit diesen Vergewaltigungen auf sich? Erklär mir das mal. Ja, das ist, wie soll ich das sagen, wenn man nicht hört. Ich habe ja dann auch Geld gebunkert damals im Milieu, habe nicht alles abgedrückt und wenn man dann dabei erwischt wird oder so. Und also ich hatte einen Zuhälter, der war auf Drogen. Und der hat das dann auch getan? Genau. Ja. Mhm. Also ich habe vom Baseballschläger bis zum Cowboystiefel also alles spüren müssen. Du hast gerade so eine Zahl genannt von 23, ja, 23 Mal vergewaltigt durch einen Zuhälter. Ja, durch mehrere. Weil du nicht so pariert hast, wie die das wollten. Genau. Mhm. 10 Jahre im Milieu gearbeitet. Mhm. Ins Milieu damals reingekommen, wegen Drogen? Nee, um Gottes Willen. Also Drogen kamen erst viel später. Mhm. Wo man dann auch keinen Ausweg mehr findet. Ja. Und da kommt man ja sehr schnell dran. Ja. Wie bist du damals überhaupt reingekommen ins Milieu? Durch den falschen Mann auch. Durch den falschen Mann. Der hat dich ja reingezogen und hat dich gezwungen, so etwas quasi zu machen? Gezwungen der Erste nicht. Aber wenn man, ich sag mal, einmal Blut leckt in dem Milieu, es war nun mal schnell verdientes Geld. Mhm. Und du warst ja jung?
Genau, bleibt man auch da dran. Ja. Wie hast du dann den Ausstieg geschafft, wenn du so lange drin warst und halt auch eine ganze Menge Kohle verdient hast? Ja, erstmal habe ich die Menge Kohle selber für mich gar nicht verdient, was ich ja heute erst einsehe. Mhm. Ich habe ja wirklich alles abgedrückt. Und das Ende war für mich, als ich dann ein halbes Jahr lang wirklich tagtäglich Drogen zu mir genommen habe und Alkohol. Aus Verzweiflung? Ja. Ja, um das zu ertragen alles noch. Genau. Mhm. Und da war für mich, also irgendein Tag bin ich dann aufgewacht und hatte dann noch zwei Päckchen Koks vor mir liegen und habe die dann weggespült. Ja. Habe mich im Zug gesetzt, mein Vater hat mich abgeholt und dann war für mich auch Sabbat. Ah ja. Das war vor 3 Jahren ungefähr. Ja. Und das, du bist von den Drogen runtergekommen? Ja. Ja. Durch einen Entzug, durch professionelle Hilfe oder alleine? Alleine. Hast du denn danach dann versucht, ein bürgerliches Leben anzufangen, einen normalen Beruf zu ergreifen, oder zu jobben oder weiß ich was? Ja, ich habe gejobbt in der Gastronomie. Mhm. Und nach dem Knast vorletztes Jahr, da haben sie die Hells Angels ja mal hochgenommen. Mhm. Und dann musste ich auch noch öfter vor Gericht. Das war kurz nach der Entlassung von mir. Was hat das mit den Hells Angels zu tun? Deine Geschichte jetzt? Da war ich ja bei. Ach, da warst du bei? Da war ich eine Frau von, sagen wir, eine Frau von vielen. Ach so. So, und wenn da einmal ein Gerichtsverfahren ist, dann holen sie auch. Das heißt, die Jungs haben dich da mit reingezogen und weil du eh schon Angst hattest, dass dir wieder was passiert, was du schon so oft erlebt hast, hast du mitgemacht? Nee, ich habe nicht mitgemacht, ich wurde eingeladen, also eine Ladung gekriegt vor Gericht. Mhm. Und da war ich in Kassel. Mhm. Und da wollte ich nicht aussagen und da wollten sie mich in Beugehaft nehmen. Na gut, aber du musst ja vorher irgendwas gemacht haben. Ja sicher, ich sollte aussagen wegen Zuhälterei. Ja, weil du gerade irgendwas von Raubüberfall auch erzählt hast am Anfang. Ja, das kam ja viel später. Ach, das kam später noch, mein Gott. Das kam hier im Emsland. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mir eine Einweisung geholt für die Psychiatrie, mhm, damit ich da nicht aussagen muss, weil nach 2 Jahren, sage ich mal, muss man nicht immer wieder Geschichten aufwühlen von irgendwelchen Vergewaltigungen. Man muss auch irgendwann mal einen Strich setzen. Mein Gott, Miriam, was hast du mitgemacht schon mit deinen zarten 28 Jahren? Das reicht. Das wäre wirklich ein Hammer. Und dann jetzt auch noch dieser Rückschlag mit der Ehe. Ja. Und jetzt wieder von dem Scherbenhaufen quasi. Ja, total. Ja. Hast du denn das Gefühl, dass du hoffentlich stabil genug bist, dass du jetzt nicht wieder in dem Unglück und in der Verzweiflung wieder zurückfällst in die alte Welt, Drogen, Prostitution und sowas? Also ich kann das nicht versprechen. Sagen wir es mal so, labil bin ich auf jeden Fall. Mhm. Weil ich habe in Lingen den Raubüberfall gemacht. Ja. Und ich wohne auch noch in Lingen. Ja. Und ich habe nach dem Knast, also sehr schlechte Erfahrungen in Lingen gemacht, aber habe mich trotzdem wieder hochgearbeitet. Mhm. Gearbeitet? Ich habe in der Gastronomie gearbeitet. Ah, ja. Mhm. Und da habe ich meinen Mann auch kennengelernt und habe für ihn alles aufgegeben. Jetzt ist die Geschichte wirklich so komplex, dass wir deine Geschichte gar nicht ganz aufrollen können. Nee, dennoch interessiert mich, wenn du das vielleicht noch kurz erzählen könntest, wer das war, der oder die dich da in diesen Raubüberfall mit reingezogen haben. Ja, ich hatte damals mal jemanden kennengelernt, der schon öfter straffällig geworden ist. Das, mhm, wusste ich aber nicht. Und ich bin also nur der Fahrer gewesen. Ja. Ne? Also ja. Ich habe soweit nichts mitgekriegt, was im Haus vorgefallen ist. Das habe ich erst bei Gericht erfahren. Ach so. Und, aber die haben dich quasi auch bedroht, wenn du das nicht machst, dann passiert das und das und das. Und da hast du im alten Verhaltensmuster reagiert wie früher und hast es dann gemacht. Genau, hab 3 Jahre auf Bewährung. Ja, so, jetzt ist die Situation aber ernst im Moment für dich, auch seelisch wahrscheinlich und psychisch, sehr, sehr labil alles. Ja. Ne, so habe ich es auch kapiert jetzt. Mhm. Ich würde gerne, dass du jetzt sehr ausführlich mit meinem Psychologen sprichst, mit dem Peter. Ja. Und dass ihr gemeinsam vielleicht ein bisschen was überlegt, was du oder wo du dir auch jetzt richtig Hilfe suchen kannst, denn das ist nötig, glaube ich, dass du Hilfe von draußen kriegst. Ja. Dieses ist erst der kleine Anfang, dass du hier angerufen hast, aber du brauchst kontinuierlich Hilfe. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Mhm. Und vielleicht können wir dir etwas behilflich dabei sein, die zu finden. Ja, das wäre super. Liebe Miriam, leg bitte auf und der Peter ruft dich gleich an. Ja, alles klar. Alles Gute. Jo, tschüss. Stefanie, guten Morgen, 18 Jahre. Guten Morgen, Domian. Stefanie, um was geht's? Was ist dein Thema? Ja, und zwar geht es um das Verhältnis zwischen mir und meiner Mutter. Mhm. Also ich bin jetzt 18 und bin mit 14 von zu Hause weggezogen, also ins Kinderheim. Warum? Ja, weil zu Hause jedes Mal gab es Stress und ich bin sehr oft geschlagen worden auch. Auch von der Mutter? Auch von der Mutter, ja. Vom Vater auch? Nee, meine Eltern haben sich
scheiden lassen, wo ich ein Jahr alt war. Also nur von der Mutter? Mhm. Ja, meine Mutter ist jetzt neu verheiratet seit 6 Jahren. Mhm. Warst du das einzige Kind in der Familie oder bei der Mutter? Nein, also wir waren 3 Kinder. Mhm. Also ich hatte noch 2 jüngere Brüder. Der eine ist aber schon sehr, sehr früh von zu Hause weggezogen, ist ins Heim gekommen. Mhm. Und der Kleine zu seinem Vater. So, mit 14 kann man das so ganz alleine entscheiden? Ich gehe jetzt hier raus, ich will ins Heim? Oder hat die Mutter das auch ein bisschen mit angeschoben? Nein, also ich hatte mir das schon länger überlegt. Mhm. Ich hatte auch ziemlich Angst, von zu Hause wegzugehen. Ja. Und dann bin ich von zu Hause halt abgehauen, morgens direkt, bevor ich zur Schule gegangen bin und dann zum Kinderheim. Und die haben dich dann auch aufgenommen und du musstest nicht mehr zurück? Genau, also die hatten ein Gespräch gemacht mit dem Jugendamt und meinen Eltern. Ja. Und dann haben die mir halt gesagt, dass jetzt eine Lösung gefunden wird, dass ich zu Hause nicht mehr sein muss. Ja. Und dann bin ich den nächsten Tag, also musste nur eine Nacht mit nach Hause und den nächsten Tag bin ich dann ins Heim gekommen. War das eine Erleichterung für dich? Ja, auf jeden Fall. Also mir ist auch die Trennung gar nicht schwer gefallen. Ja. Nun bist du heute 18. Bist du immer noch im Heim? Nein, ich bin seit letztes Jahr September ins betreute Wohnen gekommen. Ja, das ist so der erste Schritt so in die Eigenständigkeit, ne? Genau. Betreutes Wohnen heißt, du wohnst in so einer Art WG, ne? Die unter der Aufsicht des Jugendamtes läuft, ne? Ja, also Sozialarbeiter. Sozialarbeiter, ja genau. Mhm. Ja, und jetzt habe ich eigentlich wieder regelmäßigen Kontakt zu meiner Mutter. Aha. Ich fahre auch hin, einmal im Monat. Mhm. Und es gibt halt immer so Stresspunkte, die sie dann macht. Dann passt ihr dies nicht und das nicht. Und dann hatten wir jetzt telefoniert vor kurzem. Also ich hatte davor mit meinem Stiefvater telefoniert. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich hätte ihn nicht anzurufen. Und wenn wir telefonieren würden, könnten wir ja auch zusammenziehen. Mhm. Das unterstellt mir auch schon ein Verhältnis mit ihm. Ach so. Ja. Also hat sich das Verhältnis in keinster Weise irgendwie verbessert oder ist es weit davon entfernt, dass es ein Freundinnenverhältnis ist? Es ist angespannt und nervig und belastend für dich wie eh und je, oder? Ja, das schon. Also ich bin auch deswegen ziemlich fertig. Mhm. Und mein Bruder ist jetzt zurzeit auch bei ihr zu Hause, weil er wegen Drogen aus dem Kolping geflogen ist. Stefanie, lass uns mal noch mal einen ganzen Schritt in die Vergangenheit machen. Mhm. Die Zeit, als du zu Hause bei deiner Mutter gelebt hast. Ja. Wenn du zurückdenkst, was war das Schlimmste für dich bei deiner Mutter, mit deiner Mutter? Ja, dass ich halt oft geschlagen wurde und ich halt auch kaum was zu essen bekommen habe und sie überhaupt nicht so mit mir gesprochen hat. Keine Zärtlichkeiten? Gar nicht. Keine Umarmung, nicht. Auch als kleines Kind nicht? Als kleines Kind war sie kaum zu Hause bei uns, also kaum für uns da. Wie, und du hast auch nichts zu essen gekriegt? Kaum was zu essen. Also ich war von Mittwoch bis Sonntag meistens auf mich alleine gestellt, da meine Mutter wegen Arbeitsgründen in eine andere Stadt musste. Mhm. Und da war ich halt von Mittwoch bis Sonntags alleine zu Hause. Und da warst du wie alt? Da war ich 13. 13, mhm. Und da war auch nicht genügend zu Hause im Kühlschrank, dass du da hingehen konntest und dir was, oder hattest kein Geld, um dir Fritten zu kaufen oder irgend sowas? Ging nicht? Doch, ich hatte schon etwas Geld bekommen. Das schon. Also, dass ich auch ziemlich alleine auf mich gestellt habe und war auch ziemlich ängstlich zu Hause und hatte dann auch öfters Besuch von einer Freundin da gehabt. Aber erklär das mal mit dem Essen noch. Warum hat sie dich, oder wie, inwiefern hat sie dich mit dem Essen kurz gehalten? Ja, also es gab eine Woche lang fast nur Pfannkuchen. Mhm. Weil meine Mutter, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nicht zustande war. Also sie hat auch regelmäßig Alkohol getrunken und war halt ziemlich aggressiv. Und wenn du dann gesagt hast, ich habe aber noch Hunger oder möchte mal was anderes essen, hat sie gar nicht darauf reagiert? Ich habe es mich gar nicht getraut zu fragen. Und wie oft hat sie dich geschlagen in der Zeit, während du da warst? Es war sehr, sehr regelmäßig. Also in der Woche kam es ungefähr zwischen 3-4 Mal vor. Ja, richtig heftig? Ja, richtig heftig. Ins Gesicht? Ins Gesicht, auf den Rücken. Und sie hat mir auch schon den Arm gebrochen. Sie hat ihren Arm auch gebrochen? Mein Gott, was für Leute für Geschichten. Das ist ja die Hölle. Ja, es war, ist auch heute noch manchmal die Hölle. Wie hat sie dir den Arm gebrochen? Wie hat sie das gemacht? Den Arm richtig rumgedreht. Da warst du Kind, irgendwie jugendliche Kind. Da war ich 11 Jahre alt, ja. Und der musste dann, du musstest ins Krankenhaus, das musste behandelt werden, gegipst werden, weiß ich was. Mhm. Hat sie dich ansonsten mit der Hand geschlagen oder auch mit Gegenständen auf dich eingedroschen? Auch mit Gegenständen. Mhm. Was empfindest du denn für die Frau heute? Also immer noch kein Vertrauensverhältnis. Also ich erzähle ihr gar nichts aus meinem Privatleben, fast gar nichts.
Und ich sehe sie nicht eigentlich so als Mutter an, sondern eigentlich ist es noch eine Fremde für mich. Weißt du, jetzt kann man auch besser verstehen, dass du als 14-jähriges Mädel freiwillig in ein Heim gehst, nach dem, was du gerade erzählt hast. Weil für die meisten ist ja Heim irgendwie Horror, ne? Ja. Und du bist freiwillig gegangen und hast dann sogar gesagt, es hat mir im Heim gut gefallen. Da hatte ich sehr gut, ja. Ne, du hast deinen Frieden, du hast dein Essen, da waren nette Leute wahrscheinlich und hast Freunde gefunden. Und du brauchst jetzt keine Angst zu haben, ne? Das ist ja das Schlimme, wenn man in so einer Familie lebt. Ja, das stimmt. Liegt dir denn auch, das haben wir gerade auch schon so ein bisschen gehört, gestern habe ich das auch oft gehört, liegt dir denn irgendwas daran, dennoch Kontakt zu dieser Frau zu haben, die dich so schlecht behandelt hat? Ja, also ich weiß nicht, fehlen tut es mir ein bisschen, aber nicht so, dass ich jetzt deswegen heule oder mich total fertig mache, nur es geht mir noch sehr nah. Was fehlt dir denn? Ich kann es nicht genau erklären, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber so, ich verstehe mich eigentlich auch mit meinem Stiefvater ganz gut. Mhm. Also mit dem kann ich ganz offen reden und gut, das fällt mir dann leicht. Gut, bei ihm verstehe ich das, wenn du zu dem guten Draht hast, okay. Aber bezogen auf die Mutter, ich habe gerade den Lars gefragt und gestern auch ein paar Anrufer, sagt mir mal was Positives von euren Müttern oder Vätern, also jetzt in deinem Fall von der Mutter. Etwas Positives, Schönes, was dir eigentlich auch fehlt. Gibt es was Positives, was dir einfällt, wenn du so an deine Mutter denkst? Ja, damals, wo ich halt von zu Hause weggegangen bin, hat sie halt auch eine Alkoholtherapie gemacht, was ich auch sehr positiv von ihr fand, weil sie ist dann mal wach geworden und hat dann so überlegt, jetzt habe ich gar kein Kind mehr zu Hause. Mhm. Also wir sind eigentlich 5 Kinder. Mhm. Also ich habe noch 2 ältere Geschwister. Ja. Und, die sind aber lange schon aus dem Haus und weg. Und, ja, also zu dem Bruder habe ich erst Kontakt aufgenommen vor 1,5 Jahren. Der hat halt, der war im Knast. Ja. Und das war dann auch eine sehr schwierige Situation. Ja. Lass uns mal noch über dich reden. Du sagst also, okay, sie hat eine Alkoholtherapie gemacht. Das findest du positiv. Okay, das hat sie ja auch vielleicht für sich gemacht. Was verbindest du Gutes mit ihr, was sie dir angetan hat oder was sie für dich getan hat, Gutes? Gibt's eigentlich gar nicht so. Mhm. Ja, ich glaube, dass viele Leute dann auch immer vielleicht die Sehnsucht auch haben und dadurch immer noch an den Eltern hängen, auch wenn die Eltern sie so misshandelt haben. Die Sehnsucht, dass es vielleicht doch irgendwie einen guten Kern hat, die Person, und dass es irgendwann vielleicht doch wieder besser wird. Und ich glaube, es ist, glaube ich, auch sehr, sehr schwer einzusehen, das ist einfach ein scheiß Mensch. Das tut einem vielleicht auch weh, wenn man selbst wenn die Mutter einem so viel angetan hat, ist es schwer, glaube ich, diesen Satz zu sagen oder auch zu begreifen. Ne? Mhm. Mhm. Das ist ja erschütternd, wenn die ihrem eigenen Mädchen den Arm gebrochen hat. Ja. Da will ich gar nicht nach einem Grund fragen. Gibt's keinen Grund für das? Nee, gar nicht. Mhm. Hast du denn im Moment so eine Betreuung? Hast du irgendwie einen Psychologen oder da ein Sozialarbeiter, mit dem du vielleicht auch viel über das reden kannst, was dir da in der Vergangenheit angetan wurde? Ich habe eine Heilpädagogin, aber so direkt spreche ich nicht über meine familiären Angelegenheiten, weil ich die jetzt auch erst neu bekommen habe und noch nicht so das Vertrauen da ist, dass ich jetzt mit dir drüber sprechen kann. Also viel spreche ich mit meinen Freundinnen, mit meiner Freundin drüber. War der Grund deines Anrufes bei mir, dieses einfach mal so zu erzählen, oder bist du im Moment auch in einer Konfliktsituation, dass du nicht so genau weißt, was du machen sollst? Ja, schon in einer Konfliktsituation, weil meine Mutter halt mir die Telefonanrufe sehr immer schwer fallen. Also sie kann jetzt nicht so, wenn ich bei ihr bin oder so, kommt sie nicht mal so oder nimmt mich in den Arm. Also es kommt überhaupt keine Liebe so rüber, sondern es ist dann für mich immer so, dass ich mir denke, dass es Zwang für sie jetzt ist, dass sie froh ist, wenn die Tage rum sind, die ich jetzt da bin. Hat sie sich eigentlich irgendwann bei dir mal entschuldigt für all das, was passiert ist? Nein, gar nichts. Mhm. Also wir haben schon mal drüber gesprochen, aber sie meinte auch, ich hätte hier schon Gründe dafür gegeben. Die Gründe nannte sie mir aber nicht. Weißt du, Stefanie, so aus meiner Intuition heraus würde ich sagen, bricht den Kontakt ab mit dieser, mit der Frau. Und was ich ganz wichtig fände, und das könnte man dann auch in der Situation besprechen, dass du zu einem Psychologen gehst. Ich glaube, dass deine Seele so verletzt worden ist in deiner Kindheit, dass es ganz wichtig wäre, wenn du mit einem richtigen Fachmann da lange dran arbeiten würdest. Und auch dann in dieser Therapie,
mit dem Psychologen berätst, wie du dich weiter deiner Mutter gegenüber verhältst. Ich habe so Sorge, wenn das jetzt alles so weiterläuft und du immer wieder dahin gehst, es verändert sich nichts. Du wirst immer wieder verletzt und gedemütigt und es wird eigentlich wieder schlimmer, als es vielleicht schon war und du dich schon so ein bisschen da rausgezogen hattest. Ja, ich merke das jetzt selber, weil ich im Moment im Kindergarten arbeite. Ja. Und mir eigentlich auch ziemlich viel hochgekommen ist, weil ich diese Kinder glücklich erlebe. Genau. Und ich dann jedes Mal an meine eigene Kindheit denke und fast einen Nervenzusammenbruch bekomme. So, und daher meine ich, dass es so wichtig wäre, wenn du mit einem Psychologen zusammenarbeiten würdest. Mhm. Ich würde dir auch gerne noch ein Gespräch jetzt mit meinem Psychologen anbieten, der dir vielleicht so ein bisschen Hilfestellung gibt, wie du das einfädeln könntest. Mhm. Ich würde es dir sehr wünschen, dass es klappt. Ja, danke schön. Und wie gesagt, ich würde auf Distanz zu der Mutter gehen. Erstmal. Mhm. Ja. Alles Gute, leg bitte auf und der Peter ruft dich gleich an. Dankeschön. Tschüss. Michael, 18 Jahre alt. Morgen, Michael. Ja, ich bin 18 Jahre. Ja. Bin aus Leverkusen und ich habe ein Problem quasi mit meiner Freundin. Die ist 17 Jahre alt. Mhm. Und also ich bin im Moment, kann man so sagen, noch nicht bereit für Sex. Und Problem ist halt, ich habe über andere Freunde erfahren, dass meine Freundin sich vielleicht von mir trennen will, weil sie eben nicht auf Geschlechtsverkehr verzichten will. Mhm. Das heißt, du hast da noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht? Nee, bisher noch nicht. Überhaupt keine? Nein. Mhm. Ja, vielleicht liegt es am Aussehen, ich weiß es nicht. Wie am Aussehen? Warum? Ja, also auch von anderen haben wir schon, hört halt so über hintere Leute, dass dann wie über einen geredet wird. Das heißt, die sagen, der sieht nicht besonders gut aus, der Michael, oder was? Ja. Und wie findest du dich, wenn du dich anguckst im Spiegel? Ja, ich mich eigentlich, also wirklich nicht schlecht. Okay. Das ist das Wichtigste, Michael, wenn du sagst. Das ist aber auch nur vom Gesamtbild her. Ja. Ich meine, für Geschlechtsverkehr braucht man ja Geschlechtsteil. Ja. Und ja, da habe ich halt meine Probleme mit. Hast du da Probleme mit? Ja, also um es auf den Punkt zu bringen, ja. Ich finde es ein bisschen klein. Mhm. Wie klein ist es? Oder wie groß ist er, fragen wir so? Also im Normalzustand sind das so 4-5 Zentimeter. Und im irrigierten Zustand? Das sind dann so 9. Ja. Aber es ist halt nicht so viel. Mhm. Also ich habe mir auch schon, man will ja gucken, wie es so, wie man sich das normal vorstellt. Ja. Und man sieht dann, also es gibt ja, kann sich ja genug Filme, sage ich mal, angucken. Ja, ja. Ja gut, in den Filmen, da sind dann nur auch wirklich Männer mit, die überdurchschnittlich ausgeteilt sind. Ja, wenn man das auch abrechnet, sage ich mal. Ist klar. Ja. Also 9 Zentimeter und auch relativ wenig Umfang oder so normaler? Ja, also es ist nicht wirklich dick. Nicht wirklich dick. Mhm. Hast du denn mit deiner Freundin schon so irgendwie Petting gemacht oder so oder noch gar nichts? Ja, es ging, also es geht eigentlich nie wirklich weiter. Es geht, also wir machen alles nur bis halt, ich sag mal, bis zu meiner Boxershorts und dann kriege ich wieder meine Panik. Ja, das heißt im Klartext, sie hat dich noch nie ganz nackt gesehen. Nein. Du liegst dann, wenn, im Boxershort da und das war's. Ja, auch und, sonst. Mhm. Und wenn sie so ein bisschen näher an dich ran will, dann windest du dich weg und... Ja, also ich sage es hier nicht, man kann das ja auch körperlich... Ja, natürlich, klar, ja. Mhm. Und vorher, du bist jetzt 18, vorher, vor der jetzigen Freundin war auch, ist noch gar nichts auch pettingmäßig mit irgendwelchen Mädchen gelaufen? Nein, also so noch nie vorher. Mhm. Wie lange bist du jetzt mit deiner Freundin zusammen? Die ist 17 Jahre, sagst du, 17,5 ungefähr. Wie lange? Wie lange? Jetzt 2 Monate. 2 Monate. Hat sie denn selbst auch schon so den Wunsch geäußert, dass sie gerne mal mit dir schlafen möchte? Oder hast du es nur so hintenrum von irgendwelchen Freunden gehört? Ja, also so direkt hat es mir noch nicht gesagt, nur man merkt es halt, wenn man im Bett liegt und dann, ich meine, man nähert sich ja irgendwie. Mhm. Und da merkt man dann schon, dass sie mehr will. Und man erfährt es halt auch über andere Freunde. Und deswegen bin ich mir schon ziemlich sicher, sie hat ja auch selber den anderen Freunden gesagt, dass sie sich eventuell trennen will. Bist du sicher, dass das stimmt? Oder meinst du, das ist Klatsch, Tratsch und Klatsch? Ja, das weiß ich nicht. Aber ich meine, die Geschichte so stimmt ja. Ja. Hat sie denn schon Erfahrungen gemacht? Hat sie ja, schon? Sie schon, also öfters. Schon öfter? Mhm. Ja. Mhm. So abgesehen von der Scham, die du jetzt empfindest. Mhm. Lust hättest du auch, oder? Ja, ich weiß es nicht. Also ich hatte ja so noch nie, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man dann wirklich mal es dann betreibt. Wie ist es denn mit dir alleine? Onanierst du? Ja. Das schon. Und das ist auch okay, macht Spaß und funktioniert alles perfekt. Ja, macht schon Spaß. Ja, siehst du.
Also Michael, das, ich will das jetzt nicht schönreden. Das ist schon sehr, das ist nicht viel, was du da zu bieten hast. Mhm. Das ist eine kleine Ausführung. Ja. Ne? Da muss man, da musst du auch mit leben. Das ist nun mal so. Das Wichtige finde ich aber jetzt erstmal an der Geschichte, dass du mit deiner Freundin darüber redest. Ja, ich habe mich halt bis jetzt auch noch nicht so getraut. Ja, und deshalb schraubst du dich immer mehr in die Angst und in die Hemmungen hinein. Also reden tue ich dann schon mal, also mit ein paar Freunden, die ich habe, in meinem, also ich bin im Tanzclub, ja? Und die da, ich sag mal, mit mir im Club sind, die sind auch schon freundlicher, mit denen kann man schon eher reden. Ja. Aber okay, aber hier, jetzt ist ja erstmal ganz wichtig, dass du mit deiner Freundin redest, dass die Hemmung von dir runterfällt und dass du deine Erfahrungen mit der Freundin machst. Ich gehe davon aus, dass du deine Freundin lieb hast. Ja. Ich gehe auch davon aus, dass deine Freundin dich lieb hat. Denke ich. Hoffen wir mal. Ne, setzen wir mal das Beste voraus. Und dass du deine Freundin auch begehrst und sie auch schön findest und auch erotisch findest. Ja. Ne, die Voraussetzungen sind ja alle gegeben. So, jetzt ist natürlich klar, dass deine Freundin sich Gedanken macht, Mensch, was ist denn mit dem los? Der wendet sich von mir ab. Findet der mich vielleicht gar nicht attraktiv oder irgendwie abstoßend? Weißt du, jetzt steigert die sich in irgendwelche Gedanken rein und du steigerst dich in deine Gedanken rein. Ja. Ich finde, das Allerbeste, obwohl das für dich am Anfang beim ersten Mal, glaube ich, sehr schwer fällt, aber das Allerbeste ist, wenn du ihr mit ganz offenen Karten entgegentrittst, indem du sagst, pass auf, ich habe da ein bisschen ein Problem. Ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen zu klein, muss ich dir gleich offen sagen. Und dann ist die Gefahr, dass sie sich trennt? Nee, ja, es kann aber auch genauso sein, dass sie sagt, Mensch, das ist mir doch egal. Ich habe dich lieb, ja. Und ich nehme dich so, ich akzeptiere dich so, wie du bist. Und man kann auch mit einem Mann verdammt viel sexuellen Spaß haben, der einen kleinen Penis hat. Mhm. Weißt du, und wenn sie sich, dann will ich dir auch sagen, wenn sie sich aufgrund dessen von dir trennt, dann hat die dich auch nicht wirklich lieb. Dann kannst du sie eigentlich auch in den Wind schießen, dann ist es auch egal. Ja. Mhm. Aber die Chance, dass ihr zueinander findet und dass ihr euch vielleicht noch mehr lieb habt, nachdem du gesprochen hast, die ist einfach da. Ja. Ja, nur das Problem ist halt auch, ich weiß halt auch nicht, selbst wenn es mal zum Sex kommen würde, wie ich dann vielleicht auch wirklich auf Frauen dann so reagiere, weil ich meine, Onanieren ist ja, das mache ich zwar, aber das sind nicht unbedingt so, also ab und zu nicht unbedingt so die Bilder, bei denen das normale Männer, oder was heißt normale, die Mehrzahl der Männer machen. Welche Bilder hast du denn im Kopf? Ja, also es sind auch, also es ist eigentlich alles. Es sind auch Frauen, Jungs. Aber auch Männer. Ja. Na gut, dann hast du vielleicht eine bisexuelle Veranlagung. Das muss auch irgendwann dann mal ausprobiert werden. Ja, aber, das weiß ich aber nicht. Das ist halt auch ein bisschen peinlich, sag ich mal, auszuprobieren. Eins nach dem anderen. Ja. Du hast ja erstmal eine Freundin. Und dich erregen ja auch Frauen. Ja. Kann man so sagen, ne? Mhm. So. Deswegen finde ich, ist der nächste Schritt erstmal, dass du deine Erfahrungen auch ganz vorsichtig und langsam mit deiner Freundin machen solltest. Ja. Und wenn das erste Eis da gebrochen ist, dann kann man ja mal gucken, wie sich alles weiterentwickelt, ob du vielleicht auch mal mit einem Mann irgendwann später mal eine Erfahrung sammelst. Aber das ist, glaube ich, jetzt erstmal, du musst den ersten Schritt erstmal machen, aus der Hemmung heraus. Ja, ja, es ist nur die, also die Irritierung erstmal. Wenn man weiß, man steht, ich sage einfach mal, auch zum Teil auf Männer, dann, das irritiert halt. Ja, ist klar, ist mir völlig klar. Aber würde ich jetzt erstmal gar nicht so ganz hochhängen. Wichtig ist, dass du eine Freundin hast und dass du die lieb hast und mit der du erstmal eine sexuelle Erfahrung machen möchtest. Ja. Du kannst ja vielleicht so als Brücke für dich innerlich so zurechtlegen, naja, dann bin ich halt ein bisexuell veranlagter Mann, sind ganz viele, aber jetzt habe ich eine Freundin und jetzt beschäftige ich mich mit der und was später ist, gucken wir mal. Mhm. Ne? Sonst, wenn du dich jetzt mit dem Thema auch noch so auseinandersetzt, dann bricht ja alles für dich zusammen und das ist alles viel zu viel. Du musst ja auch nicht gleich mit deiner Freundin direkt Geschlechtsverkehr haben. Es wäre schon ganz toll, wenn du einfach mal den Mut hast, die Hose runterzuziehen, den Boxershort auszuziehen. Mhm. Dass ihr dass ihr euch vielleicht gegenseitig mit der Hand befriedigt oder so. Das ist ja auch schon mal ein Schritt für dich, einfach die Scham loszuwerden. Ja. Ne? Ich würde mal so vorgehen, Michael. Okay. Ja, alles Gute. Das ist schon mal eine Hilfe, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich will euch sagen, was wir morgen für ein Thema machen. Thema Themenänderung morgen. Morgen heißt unser Thema verbotene Lust.
Ja, verbotene Lust. Ich möchte gerne mit euch reden über eure geheimen, ausgelebten, also nur geheim ausgelebten Lüste und Vorlieben. Oder vielleicht mit Lüsten und Vorlieben, die ihr in einem ganz kleinen Kreis nur auslebt oder ausleben könnt, ausleben wollt. Verboten Lust heißt das Thema morgen hier bei uns. Und wenn ihr uns mailen wollt zur heutigen Sendung oder vielleicht auch schon zu morgen zur Sendung, dann macht das bitte so, 1live.domian@wdr.de. Und ich sag's nochmal ganz, ganz, ganz dringend, wenn ihr mailt, schreibt unbedingt die Telefonnummer darauf. Das vereinfacht uns die Arbeit enorm. Das heißt, wir können euch dann nämlich sofort zurückrufen und nicht erst mailen und dann wieder hin und her. Also bitte die Telefonnummer draufschreiben. 1live.domian@wdr.de für die heutige Sendung noch. Wir haben eine freie Themennacht, noch 20 Minuten. Und morgen heißt unser Thema verbotene Lust. Was macht ihr so gerne im Geheimen, was vielleicht auch verboten ist? Welche Lüste pflegt ihr da und welche Vorlieben? Das ist das Thema morgen Nacht. Jetzt bin ich verbunden mit Detlef. Und Detlef ist 44 Jahre alt. Guten Morgen. 44. Ja, 44. Ja, genau. Guten Morgen, Jürgen. Guten Morgen. Erstmal muss ich dich gratulieren zu deiner Sendung. Ich bin froh, dass es die gibt. Dankeschön. Ja, und mein Thema ist Brustkrebs. Und zwar ist meine Frau jetzt zum dritten Mal an Brustkrebs erkrankt. Und ich habe deinen Kollegen gerade schon gesagt, wenn das mal so weit kommen sollte, was ich natürlich nicht hoffe, dass ich dann freiwillig mitgehen werde. Mhm. Wie alt ist deine Frau? Meine Frau ist auch 43, die wird 44. 43, zum dritten Mal erkrankt. Das heißt, Mal an Brustkrebs, ja. Das heißt, wie viele Jahre schlägt sie sich jetzt schon mit der Krankheit rum? Seit 95. Seit 95. Hat sie schon eine Brust abgenommen bekommen? Eine Brust ist weg, die linke. Und jetzt links hat sie zweimal gehabt. Also das erste Mal ist nur der Knoten rausgenommen und dann bestrahlt worden. Mhm. Beim zweiten Mal ist die Brust abgenommen und Chemo gemacht worden. Das war 98. Ja. Und jetzt vor 3 Wochen ist das wieder aufgetreten auf der rechten Seite und ist die Knoten rausgenommen und jetzt ist Chemo hingegangen. Mhm. Und nach der Chemo kommt wieder Bestrahlung. Mhm. Wie ist der psychische Zustand deiner Frau? Ja, sie sagt immer gut, aber ich glaube ihr einfach nicht, weil sie ist eine, die frisst alles in sich rein und kann nicht aus sich rauskommen. Ja. Ja, und ich bin natürlich total unten. Jetzt hast du für dich die Entscheidung getroffen, sollte meine Frau noch schwerer krank werden oder sollte meine Frau gar sterben müssen, dann will ich auch sterben. Ist das so? So ist es, genau. Habt ihr Kinder? Ja, 3 Stück. Die Älteste ist 21, dann kommt 15 und 13. Mhm. Kann man das machen, wenn man Kinder hat? Ja, ich weiß nicht. Ich habe deinen Kollegen schon gesagt, ich habe schon mal mit dir gesprochen am Telefon. Und zwar ging das um Analphabetismus. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich daran erinnern kann. Das ist für dich gewesen damals. Ist schon eine lange Zeit her, ne? Das ist schon lange her, ja. Ja, ja. Und es ist immer noch so, ich habe zwar schon 3 Mal einen Kurs gemacht, aber bin noch nicht weitergekommen und ja. Hab dann aufgehört und dann der Brustkrebs meiner Frau, da bin ich ins Loch reingefallen, bin medikamentenabhängig gewesen. Das heißt, da sind so viele Niederlagen und so viele Schicksalsschläge. Ja, in der Zeit wieder arbeitslos, also seit 18 Monaten kein Auto, kann mir kein Auto kaufen, kann nicht zum Arzt hin und das ist es alles nicht. Aber dennoch, sage ich jetzt mal, da trägst du ja eine große Verantwortung. Einmal die Verantwortung im Moment für deine Frau da zu sein, was ja wichtig ist bestimmt. Und wir wollen nicht hoffen, dass es so kommt. Es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Prozesse in diesen Krankheiten, bei dieser Krankheit Brustkrebs, die langwierig sind, aber dennoch dann positiv verlaufen. Wollen wir das mal hoffen erstmal. So. Aber wenn es dennoch anders sein sollte, hast du natürlich auch eine große Verantwortung deinen Kindern gegenüber. Eine ganz große Verantwortung, Detlef. Ich weiß es, aber ich glaube, dass das schon so, das wäre schon, ich meine, das ist jetzt ein bisschen blöd, über einen Fall zu reden, über den wir nun wirklich nicht wollen, aber man muss ja darüber reden, wenn du solche Gedanken hast. Es wäre ja schon schlimm genug für deine Kinder, wenn die Mutter sterben würde. Aber was für eine Katastrophe wäre es, wenn der Vater auch noch weg wäre. Ja, also ich sag immer, also man kann den Vater, den kannst du eher wegstecken als die Mutter, nicht? Also ja, so denke ich. Aber Detlef, da versetz dich doch mal in die Kinder rein. Was für eine Trauer und eine Traurigkeit entsteht, wenn die Mutter weg ist. Und wenn dann auch noch der Vater weg ist. Und dann der Vater sich auch noch selbst das Leben genommen hat. Ja, ich sag ja, im Moment. Sie stehen ganz alleine auf der Welt dann. Im Moment läuft ja auch alles schief. Ich kann meine Kinder nichts bieten. Ich
bin kurz vor einer Sozialhilfe. Ich habe kein Auto, ich kann mit meiner Frau nicht zum Arzt fahren. Ich bin auf andere Leute angewiesen. Ist alles traurig und alles ziemlich beschissen, sagen wir es so. Aber es geht nicht nur darum, dass man den Kindern etwas Materielles bieten muss. Du bist der Vater und du bist für sie da und du hast sie lieb und das wissen sie. Und du bist eine Stütze im Leben. Du bist eine ganz wichtige Säule für die Kinder, für die Familie. Auch wenn du kein Auto hast, dann hast du halt kein Auto im Moment, Mensch. Ich weiß, ich will das nicht kleinreden. Ich weiß, dass das alles sehr nervig ist. Und wenn ich weiß nicht, wo ihr wohnt und man muss dann mit dem Auto auch zum Arzt, zum Krankenhaus fahren. Ja, wir wohnen auf dem Dorf, ne? Ja, ist alles, gebe ich alles zu. Aber dennoch finde ich, dass du von diesem Gedanken wegkommen musst, so etwas zu tun, wenn deine Frau sterben sollte. Hast du das deiner Frau gesagt? Ja, ich habe sie zwar gesagt, aber das hat sie wohl nicht registriert. Die hat nur gemacht und dann, das war es dann schon. Hm. Das Problem. Das finde ich auch nicht so gut, dass du das deiner Frau sagst. Damit belastest du sie ja noch mehr. Ja, ich glaube, jetzt ist so unglaublich wichtig, wenn man so einen schweren Krankheitsfall in der Familie hat, dass man sich da, das ist natürlich auch hart, dass man sich als Gesunder da zusammenreißt und irgendwie so den positiven Pol darstellt, dass man sagt, komm, schaffen wir schon und kriegen wir schon hin. Da darf man sich dann innerlich gar nicht mal so gehen lassen, auch wenn es einem oft zum Heulen vielleicht auch zumute ist. Das kann man dann irgendwie alleine machen oder bei einem Freund oder weiß ich wo, aber nicht in Anwesenheit des kranken Menschen. Nee, das mache ich sowieso nicht. Nee. Ich sitze hier abends, also wie jetzt gucke ich da eine Sendung und dann, ich sage, das Problem ist auch, die beide Schwiegereltern, also ihre Eltern sind jetzt beide an Krebs gestorben, nicht? Und dadurch macht man sich immer mehr Gedanken und ich werde immer verrückter, ich lasse das zwar nicht merken. Aber ich ahne schon, dass so eine Last auf dir ruht oder drückt, ja, ne? Ich habe selber das Gefühl, dass, sage ich ganz ehrlich, dass ich auch nichts wert bin, weil Arbeitslosigkeit, Analphabet, kein Auto, ich kann nicht, keine Urlaub, ich kann nichts. Ich sag, und dann die Frau, ich liebe diese Frau über alles, also. Aber, Herr Detlef, ich kenne dich nur überhaupt nicht, ne? Überhaupt nicht. Wir haben uns vielleicht vor ein paar Jahren irgendwann mal unterhalten. Im Detail kann ich mich da auch nicht mehr daran erinnern, nur an das Thema. Ich habe dich jetzt 5 Minuten, reden wir beide miteinander gerade, kennengelernt. Und ich schmiere dir jetzt keinen Honig um die Nase. Das kannst du mir wirklich glauben. Ich glaube, du kennst mich auch gut genug, dass ich nicht so einer bin. Wenn du sagst, ich bin nichts wert, ist das sowas von bescheuert. Sowas von abgrundtief blöd. Entschuldige, wenn ich so sage. Ich habe dich jetzt in den paar Minuten schon kennengelernt als einen wirklich netten Mann. Als ein Mann, der sich gut ausdrücken kann, der mitfühlend ist, der sensibel ist und der verdammt viel wert ist. Und wenn ich mich sicher mit deiner Frau unterhalten würde und auch mit deinen Kindern, würden die den Papa hochhalten. Auch wenn der Papa kein Geld hat im Moment und nicht in Urlaub fahren kann und nichts zu bieten hat. Das ist doch dann aber auch scheißegal. Aber du bist da. Und du bist ein guter Kerl für die Familie. Tja, ich weiß es nicht. Also andere Leute sagen was anderes, das ist das Gegenteil. Also so habe ich das Gefühl. Und was sagen die andere Leute denn? Ja, also von meiner Verwandtschaft zum Beispiel, der engste Verwandter, und der hat mir das selber alles schon vorgehalten und dass ich nichts brauche. Und man, sicherlich, auf irgendeine Art und Weise hat er ja recht. Mein Job zum Beispiel, den habe ich ja selber versaut durch diese Medikamente, tramalabhängig war ich. Ja. Weil eben, da bin ich ins Loch reingefallen, da konnte ich nichts mehr machen. Da war ich 2 Jahre, also 1,5 Jahre nur zu Hause, weil ich 1,5 Jahre krank und dann habe ich natürlich meinen Job verloren. Ja. Ja, so kam eben eins nach dem anderen. Was sind das denn für bescheuerte Verwandte, die so etwas reden? Da kriege ich schon Hals, wenn ich das höre. Auch wenn du teilweise Schuld, ich weiß das ja gar nicht mal, ob du teilweise sogar Schuld bist daran, dass alles im Moment so ist, materiell, wie es ist. Aber deshalb bist du doch nicht ein wertloserer Mensch. Das ist doch völlig absurd. Dann hast du einfach nur Pech im Moment oder eine ganze Weile Pech gehabt in deinem Leben. Und es kommt vieles aufeinander, so wie du jetzt auch gerade noch vom Tod der Schwiegereltern, ne, hast du gerade gesagt. Mhm. Ja, so das kommt dann, da kannst du da nur auch nichts zu. Und das macht einen auch klein und nimmt einen vielleicht auch Kraft. Man kann dann einfach vielleicht auch nicht tolle Sachen mehr im Job machen oder sich da rausziehen. Ich sage ja, das mit den Schwiegereltern, das wäre nicht so schlimm gewesen, wenn die, was ich an Ärzte sagen oder irgendwas anderes gestorben wären, aber eben halt an Krebs und die Frauen sind jetzt auch wieder zum dritten Mal Brustkrebs und. Haut einen um, ist mir klar. Aber du hast Kinder und da kannst du doch auch stolz drauf sein, dass du 3 Kinder großgezogen hast oder am Großziehen bist. Das ist doch auch eine Leistung. Das muss man doch, man kann doch nicht alles immer am Urlaub und am Auto festmachen. Nee, ich mach's ja nicht am Urlaub fest, ich mach's auch nicht am Auto fest, ich mach's nur dran fest, dass ich für mich persönlich nicht in der Lage bin, meine Familie richtig zu ernähren und für meine Frau, ich meine, ich bin für meine Frau da, ich mache hier alles jetzt im Moment. So.
Und so, das ist toll. Aber das ist doch schon eine ganze Menge. Du machst alles für deine Frau, weil deine Frau so schwer krank ist. So, ist das nichts? Manch ein Mann wird es nicht machen. Der wird sich auch hängen lassen. Du tust es nicht. Du machst es. Du schmeißt den Haushalt wahrscheinlich. Oder? Ich mach's in den Haushalt, ja. Ja, siehst du. Wie ist denn die Lage überhaupt? Du bist arbeitslos. Ich bin arbeitslos. Seit wann schon? Seit 18 Monaten. Seit 18 Monaten. Was hast du vorher gemacht, beruflich? Ich war Kundschaftsschlosser, angelernter Kundschaftsschlosser. Ja, du bist jetzt 44. Das ist ein Alter, wo man vielleicht noch genommen wird in unserer heutigen blöden Zeit. Wie sind die Chancen denn? Kannst du es einschätzen, dass sich da vielleicht wieder was tun könnte beruflich? Ja, ich denke mal eher schlecht, weil ich auch noch einen schwerbehinderten Ausweis habe. Ich habe das mit der Wirbelsäule, ich habe so eine Art Rheuma, aber wenn ich mich irgendwo vorstelle oder was am Telefon und sage hier, so und so sieht das aus, dann winken die gleich ab. Die müssten mich halt sehen, weil ich kann mich bewegen, ich kann alles und kann eben halt nicht schwer heben. Das ist das Einzige, was ich nicht kann. So, du hast aber bis vor 18 Monaten hast du gearbeitet. Ja, 17 so. Jahre in der Firma. 17 Jahre in der Firma. Und da sagst du mir, du taugst nichts. Jetzt hast du eine schwer kranke Frau im Haus und du schmeißt den Haushalt und machst alles und du sagst mir, du taugst nichts. Ist ja wohl alles ein bisschen falsch gesehen. Alles ein bisschen falsch gesehen, Detlef. Weißt du, was ich glaube? Dass du einfach jemanden zum Ausquatschen brauchst. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch niemanden hast, mit dem du so mal die Seele so richtig wie mit dir jetzt nicht. Ich meine, mein Bruder, ich habe einen Bruder, der ist ein Jahr älter als ich und das ist wie mein Zwillingsbruder. Ja. Der unterstützt mich auch so finanziell, jetzt wenn ich mal Geldnot habe oder so, dann sage ich ihm das und dann gibt er mir das oder gibt auch freiwillig. Ja. Und sowas. Ja, das ist aber so, wie ich jetzt mit dir rede, dass ich da Angst habe und höchstwahrscheinlich mitgehen werde oder das in Erwägung ziehe, das sage ich natürlich nicht. Ja. Und das fände ich die allerbeste Lösung, wenn wir gemeinsam, da wird gleich mal ein Psychologe mal ein bisschen aktiv werden müssen, eine Idee hätten, dass du einen festen Ansprechpartner hättest, wo du richtig immer so die Seele wirklich aufmachen kannst und dein Herz ausschütten kannst, wo du auch so Sachen besprechen kannst, wie wir gerade besprechen. Wirklich alles, ganz rigoros. Ich glaube, dass das ein tolles Ventil wäre, um auch mal dir den Druck zu nehmen und diesen ganzen Quatsch, den man dir da einredet oder den du dir da einredest, dass du wertlos bist und nichts taugst und so etwas. Das ist völliger Unsinn, Detlef, wirklich. Das sage ich nicht nur, um dich jetzt irgendwie aufzubauen. Das sage ich aufgrund dessen, was du gerade von deinem Leben erzählt hast. Tja, also wenn ich dir von meinem Leben erzähle, dann müssen wir 5 Stunden machen. Ja, gut, klar, sicher, das glaube ich schon. Ja, weil da bin ich ja alles. Aber ich habe jetzt erstmal, im Kopf, da ist ein Typ, der heißt Detlef und der kümmert sich verdammt um seine Frau. Und der hat große Sorgen und große Liebe seiner Frau gegenüber. So. Und der redet sich ein, dass er wertlos ist, was ich überhaupt nicht so sehe. Und er hat 3 Kinder. Und er hat einen blödsinnigen Gedanken im Kopf, nämlich sich das Leben zu nehmen, falls es seiner Frau irgendwann mal schlechter geht. Ich möchte, dass du mit Peter jetzt berätst, was zu tun ist. Ich möchte gerne, dass du irgendwie einen festen Ansprechpartner findest. Zum Quatschen. Ich glaube, das wäre schon die halbe Miete, wenn das gelingen würde. Ja. Detlef, wir machen es mal so. Du legst auf und der Peter ruft dich gleich nochmal an. Und ich verspreche dir mal Folgendes. Das machen wir nicht oft, weil das können wir gar nicht, weil wir gar nicht die Kapazitäten hier haben. Wenn das heute noch nicht wenn ihr noch nicht heute so richtig weitergekommen seid, du und der Peter, rufen wir dich morgen nochmal an. Dürfen wir das? Das darf ich. Und dann überlegen wir morgen nochmal neu. Mhm. Bis wir eine ordentliche Lösung gefunden haben. Okay? Mhm. So machen wir es, Detlef. Alles Gute. Jürgen, ich wünsche alles Gute für deine Sendung weiterhin. Ich dir auch. Tschüss. Gut, tschüss. Jan, 21 Jahre, guten Morgen. Hallo, morgen Domian. Guten Morgen, Jan. Ja. Ich habe ein Problem, dass, wie soll man sagen, ich gebe einfach zu viel Geld aus den ganzen Tag. Was heißt den ganzen Tag? Das heißt, du hast viel Geld auch, oder wie? Oder machst du Schulden? Nein, Schulden mache ich nicht. Aber also ich verdiene für mein Alter ganz ganz ordentlich. Was machst du denn beruflich? Ich mache eine Ausbildung zum Bankkaufmann, gebe das Geld aber nicht aus, sondern lege das schön zur Seite, wie sich das gehört. Wie sich das als Bankkaufmann gehört? Ja. Aber woher hast du die Kohle dann? Ich verschleudere ein bisschen das Geld von meinen Eltern. Aber denen tut das auch nicht weh. So, die haben gut Kohle? Ja. Ja, und da hast du auch irgendeinen Zapfhahn, wo du rangehen kannst?
Ja, also je nachdem, also ich natürlich habe ich ein eigenes Girokonto, wie man das als Bankkaufmann natürlich hat. Und wenn dann da mal wieder so ein Minus vor der Zahl steht, dann wird das dann halt mal wieder aufgefüllt. Von wem? Automatisch? Von den oder wie? Doch, dann frage ich dann halt, ich müsste mal wieder und... Achso, dann überweisen die das ganz einfach? Ja. Ja. Das heißt so, wir wollen uns mal eine Vorstellung machen, so im halben Jahr, wie viel Kohle verpulverst du von deinen Eltern? Im halben Jahr ungefähr. 30.000 Euro? Nein. 30.000 Euro? Ja, also ich... 30.000 Euro? Also das letzte Mal im September was bekommen. Und davon sind jetzt noch so 3.000 übrig. Im September letzten Jahres 30.000 Euro von deinen Eltern? Ja, da waren jetzt, war jetzt ein Urlaub drin. Und also ich hab deinen Leuten auch vorne vorhin erzählt. Also ich habe einen ganz großen Klamottenfimmel. Mhm. Also das ist ganz wahnsinnig. Also mein ganzes Zimmer hängt voll. Und wahrscheinlich Markenkram, was Gucci, man sich in Prada, Job, Dolce ist und Gabbana. Ist klar. Ja. Ich bin fassungslos. 30.000 Euro. Ja, ich auch. Und dann. Und halt, wie lange geht das schon so, dass die dir so viel Kohle immer zu auf dein Girokonto? Ja gut, früher war es halt so, da hat Oma und Mama, Papa haben das einfach so rüber, ich sag mal, wachsen lassen, ne? Also sind das ja Hunderttausende von Mark, reden wir nochmal in Mark von früher, die du schon so verbraten hast, oder? Ja, früher war es halt so, da konnte ich ja selber noch nicht losgehen, in früheren Kinderjahren, da wurde ich natürlich auch schon so ein bisschen verwöhnt, ne? Was sind denn, wenn ich fragen darf, deine Eltern vom Beruf, dass die so viel Geld haben? Tja, die haben eine Firma und sind im fleischverarbeitenden Gewerbe. Ach so, also wenn ich mir ein Würstchen kaufe, unterstütze ich dich quasi mit. Ja. Indirekt dadurch. Ja. Schämst du dich gar nicht, so viel Geld zu verbraten? Doch, darum rufe ich ja an. Ja. Warum tust du das? Also das ist ganz, also ich wenn ich jetzt mal einfach aufzähle, zum Beispiel, ich einmal in der Woche kaufe ich mir ein neues Parfum, also ein Aftershave. Ja. Ich habe eine Sammlung, glaube ich, aus 50 bis 60 Flaschen. Ja. Dann. Was für ein Auto fährst du? Ich fahre kein Auto. Du fährst kein Auto? Nein, ich lasse mich nur fahren. Du lässt dich sogar fahren? Ja, von Mama. Ach, von der Mama. Mhm. Du hast auch keinen Führerschein? Nein, ich darf keinen Führerschein machen. Warum nicht? Weil ich einen gutmütigen Gehirntumor habe. Ach so, anderes Thema. Mhm. Gut, also irrsinnig teure Klamotten, teure Parfums, Reisen, was noch? Ja, alles mögliche, also teure Musikanlagen. Mhm. Okay, ja, ich mache mir grob schon ein Bild. Und natürlich der Freundeskreis ähnlich, ne? Aber es gibt natürlich einen anderen Freundeskreis, der dann auch wieder sagt, also jetzt musst du also runterschrauben und das kann nun nicht so weitergehen. Und ich habe das jetzt grob verstanden. Ich komprimiere das Gespräch jetzt mal ein bisschen, weil die Sendung bald vorbei ist und ich möchte gerne noch mit dir ein bisschen zu Potte kommen. Ja. Ich finde sowas immer schlecht, Jan, muss ich dir ehrlich sagen. Ja, ich auch. Ja, weil letztendlich für das eigene Selbstwertgefühl es sehr schlecht ist, so wie so eine Male im Speck, wie so ein Parasit zu leben. Ich glaube, dass es viel besser ist im Leben, das auszugeben, was man sich selbst auch erarbeitet hat. Und die einzige rigorose Methode ist zu sagen, nein. Ist zu sagen den Eltern, ich ab sofort lebe ich von meinem eigenen Geld. Ich werde das versuchen. Als ich in deinem Alter ungefähr war, ein Freund, der ebenfalls aus sehr reichem Hause kam. Das hat mich so unglaublich beeindruckt damals, als er sagte, nein, ich will überhaupt kein Geld haben von meinen Eltern. Der ist in den Ferien, ist er in einer Fabrik arbeiten gegangen ans Fließband, um sich Kohle anzuschaffen für das, was er sich kaufen wollte. Und die Eltern schwammen im Geld. Die Eltern waren schon beleidigt, dass er das Geld nicht genommen hat, aber er hat es durchgezogen. Das war ein Kerl an meinem Geschmack, sag ich dir. Ja, das ist, also du kannst dir das auch vorstellen. Wenn man das ewig betrieben hat, das ist natürlich super, super schwierig. Ja, aber du kannst es ja peu à peu runterschrauben. Du kannst ja diese riesigen Summen, du kannst ja von 30.000 auf 10.000, dann hast du immer noch unglaublich viel Geld. Und ja. das immer so, sagen wir mal, dir vornehmen, in 2 Jahren bin ich ganz weg von der Kohle meiner Eltern, da lebe ich von meinem eigenen Geld. Ja, das ist richtig. Nur so kannst du es machen und du kannst es auch nur immer wieder versuchen und trainieren. Das ist der einzige Tipp, den es gibt, den einzigen Weg auch. Dir wird es besser kommen und für dich wird es besser sein. Und du wirst auch mehr Respekt haben, ausstrahlen auf Leute um dich herum, wenn die merken, oh, okay, der hat sich das alles selbst erarbeitet. Der lebt nicht nur von der Kohle seiner Eltern.
Also es ist ja auch schon so, dass es also meine Eltern fällt es so auf. Ich kaufe mir Pullis, die ziehe ich einmal an und dann oder ich ziehe sie nicht mal an. Ja, ist doch dekadent, ist doch pervers letztendlich. Ja, du sagst es. Ja, es ist so. Jan, wir müssen Schluss machen. Die Sendung ist vorbei. Aber ich habe auch gesagt, was ich sagen wollte. Ja. Das liegt an dir, an deiner Disziplin, es runterzufahren. Okay? Okay. Alles gut. Alles klar. Tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute in der Technik Gudrunhausen. Morgen heißt unser Thema verbotene Lust. Und ich möchte gerne mit euch über eure verbotenen Lüste reden. Eure Lüste, die ihr geheim auslebt oder vielleicht nur in einem kleinen Kreis. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen an Viva Fastnacht. Gute Nacht. Viel Spaß morgen, falls ihr feiert. Tschüss. Oder heute, muss man sagen. Tschüss.